Bei diesem Schleppertypen handelt es sich um einen sogenannten stangenlosen Schlepper, also einen Hubaufschlepper. Ich brauche dazu keine Schleppstange. Der Schlepper greift das Flugzeug, hebt es hoch und simuliert eigentlich das Bugfahrwerk. Nur darauf zu achten, dass man noch einen Pin steckt, damit das Bugfahrwerk drucklos ist, damit hier nichts kaputt geht. Geeignet ist der Schlepper für Flugzeugtypen von der Embraer bis zur Boeing 767. Er hat eine Motorleistung von ca. 200 PS und ein Eigengewicht von 10 Tonnen. Und das zulässige Gesamtgewicht ist also 30 Tonnen. Jetzt schauen wir mal, was wir pushen können. Wenn Sie mir jetzt folgen, dann lasse ich Sie mal dabei sein. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Das sind jetzt hier die 190er Positionen. Vorne sind die 180er. Jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir noch mal einen Blick unter die Motorhaube, dass Sie das auch mal sehen, was die Arbeit hier bei dem Schlepper macht. Wir haben hier einen 6-Zylinder Deutz-Motor, der hat ca. 210-220 PS, ist für diese Größe des Schleppers ausreichend. Wir betreiben ja hiermit nur eine Hydraulikanlage und die Hydraulikanlage ist für den Antrieb und für die Aufnahme zuständig. Es gibt natürlich auch Schlepper mit wesentlich größeren Motoren, die haben dann 700 PS und 14 Liter Hubraum, aber wie gesagt, hier reicht es völlig und wir sind auch ganz zufrieden damit. Dann können wir ihn umschleppen. So, die Aufnahme ist jetzt vorbereitet. Jetzt wähle ich den Flugzeugtyp. Bei diesem Typ handelt es sich um eine Boeing 737. Ich muss mal die Nummer 4 eingeben. So, jetzt starten wir die Aufnahme. Da muss man versuchen, dass man das mittig macht, um eine Beschädigung vom Bugfahrwerk zu vermeiden. Mit dem Peilstab sehen wir, ob wir mittig an das Gerät rankommen. So, der Schlepper ist jetzt positioniert. Dann schließen wir die Greifer. Das Fahrwerk wird dann an den Schlepper herangezogen. Dann kommen die Niederhalter in die Höhe. Die drücken das Bugrad dann nach unten, damit es auch nicht aus der Aufnahme rausspringen kann. Dann wird das Flugzeug hochgehoben, dass die Räder frei vom Boden sind, beziehungsweise die Fahrwerksklappen, die offenen, dass die vom Schlepper nicht beschädigt werden können, wenn sich der Schlepper dreht. So, jetzt sind wir fertig. Vorbild 1. Ja, hallo, da ist die Position 133 mit der Delta Alpha Hotel X Golf für die 153. So, die Emirates rollt jetzt gleich ab, dann leg doch ab, mach es süd am Blau. Südblau genehmigt für die X-Golf nach der Emirate. Ja, jetzt rollt er. Jetzt warten wir noch, dass wir den Abgasstrahl nicht erwischen. So, dann packen wir es. Die Nase ist süd auf die blaue Linie. Am liebsten pushe ich eigentlich größere Flugzeuge. Sie sind in meinen Augen leichter zu schieben. Sie verlaufen sich nicht so schnell. Es ist einfach ja, angenehmer zu machen. Also ein 380er pushen ist also nicht schwerer wie eine kleine Boeing oder einen kleinen Airbus zu pushen. Ja.
188. Ich komme mit der X-Ray Golf, du kannst Charlie 3, Whisky 1. Weiter geht's, Charlie 3 über Blau und dann auf die 153 für die X-Golf. Danke, passt super. Das war jetzt die Anweisung, welchen Weg wir nehmen sollen. Wir gehen also jetzt mit der, auf der blauen Linie über den Charlie 3 auf den Whisky 1, blau und dann auf die 153. Ja, Whisky 1, 88. Das ist nicht Höchstgeschwindigkeit. Das sind wir jetzt ungefähr bei 20 km/h. Wenn man natürlich auf einen längeren Umschlepp hat, dann geht man hier schon auf die Endgeschwindigkeit und das wäre dann ca. 130. Da hätte man Abhebegeschwindigkeit. So, hier haben wir die Sandock-System. Das sagt mir, wann ich abbremsen muss, beziehungsweise wenn ich stehen bleiben muss. Es zählt mir die Meter runter, ist genau dasselbe wie der Pilot auch sieht. Und wir haben noch ca. 15 Meter. So, das Flugzeug wird jetzt abgelassen, die Greifer werden wieder geöffnet. Man muss es halt immer im Auge behalten, weil es könnte ja auch mal sein, dass der Schlepper Fehlfunktion hat und dann eine Beschädigung erfolgt. Also jetzt ein Stück raus, dass die Reifen frei sind. Dann gehe ich wieder nach vorne und nehme meinen Fahrwerkspin wieder mit. Das ist sehr wichtig, weil wenn der vergessen wird, dann merkt der Pilot bei der ersten Kurve, dass er ein Problem hat und nicht steuern kann. Also der Flieger ist jetzt bereitgestellt. Tanker kann noch kommen, Catering kommt, Cleaning kommt, dann die Passagiere, Piloten. Und in circa einer Stunde sehen wir uns doch noch dann, wenn wir den Flieger rausschieben für den Abflug. Ja. Unser Chef genehmigt es, dass wir auch ab und zu mal Kinder mit reinnehmen, beziehungsweise war ein Kind, das hat ein Preisausschreiben gewonnen und durfte hier einen Pushback mitmachen. Und so habe ich also mein Patenkind auch mal dabei gehabt und das war für den natürlich das Höchste. Und also er fleht mich immer wieder an, wann darf ich das nächste Mal wieder mit auf den Flughafen. Und jetzt schauen wir, wenn ich heuer Urlaub habe, dass wir dann mal wieder rauffahren. Diese großen Flieger, wenn man mal rauf geht zu einem Piloten, mit einem Piloten spricht, das ist natürlich für Kinder oder auch manchmal für Erwachsene ein großes Erlebnis. Momentan, glaube ich, hat er noch keinen Berufswunsch. Also vor Piloten, es ist natürlich klar, dass für so ein Kind ein Pilot ein Heiliger ist. Aber ob er sich jetzt diesen Berufswunsch auswählen will, glaube ich jetzt nicht. So, jetzt machen wir den letzten Rundgang. Als erstes machen wir das Pulverwerk drucklos mit dem Pin. Dann machen wir die Verbindung vom Schlepper zum Flugzeug. Weil dann mache ich den Rundgang gleich. Dann prüfen wir alle Klappen und Deckel, ob sie auch verschlossen sind. Machen wir ein bisschen Check von den Cockpitschirm. Aber auch die Steering Pins, keine Gegenstände im Triebwerk einlassen. Dann prüfen wir noch, ob wir Flüssigkeit verlieren, also Sprit. Thank you.
also Entschädigungen. Das Fahrwerk sind auch entfernt. So, alles ist zu. Dann kann es auch schon losgehen. Wir sind in der Zeit. Boden von Brücke schon da. Cockpit für Boden. Ja, da bin ich. So, das 1er Triebwerk ist frei zum Start. Also wenn Sie wollen, können Sie loslegen. Bremse ist gesetzt und die Anlassfreigabe haben wir schon. Wir fragen dann gleich nach. Ich melde mich. Gut, AP und was? Krampa wird gewesen. So, wir dürften, die Bremse ist gelöst, wir wollen ein Pushback und während dem Push würden wir gerne ein Triebwerk starten. Die Bremse ist gelöst, Südorange Pushback beginnt und das Triebwerk Nummer 2 bitte erst raus zu starten. Wunderbar, vielen Dank. Bremse ist gesetzt, den Flieger bitte Rollklar machen, ein Handsignal von links, rechts oder vorne und dann wünsche ich noch einen schönen sonnigen Tag. Bis bald wieder, tschüss. Ja, danke schön, wir starten bitte von der linken Seite abwarten. Ich wünsche guten Flug und schönen Tag, Servus. Danke, bis dann. Start Engine Number 2.
Handsignal erhalten. Left side clear. To request taxi. Sie vermissen unsere 737. Also ich bin zum Schlepperfahren gekommen. Ich wollte schon immer mit Motoren was machen. Und dann habe ich mir immer die Schlepperfahrer angeschaut und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, da bewirbst du jetzt mal. Wir werden also die Flugzeuge schleppen, pushen, also die ganze Bewegung am Boden machen wir. Und im Winter machen wir noch diese Flugzeugenteisung mit. Die Flugzeuge werden wieder größer. Wir haben also jetzt bis zum A380, natürlich nicht mit diesem Schlepper, da haben wir doch noch größere Modelle. Also wenn ich es mir aussuchen könnte hier am Flughafen, diesen Job würde ich gerne wieder machen. Ich bin also als Vormann hier in dieser Firma, Dienstplangestaltung und so weiter und andere administrative Aufgaben halt auch noch. Aber das Schleppen und Pushen kommt also nicht zu kurz. Ich mache jetzt den Job seit 16 Jahren und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist mir warm geworden da drin.